Wir haben ein sehr gutes Jahr 2021 und die Arbeitgeber Stahl werden gut beraten, mit uns eine Einigung zu erzielen, damit wir hier uns auf das gute Jahr auch konzentrieren können und gemeinsam wieder an der Zukunft der Stahlindustrie arbeiten können. Für uns ist besonders wichtig, eine Entgelterhöhung, die tabellenwirksam ist, zu bekommen, weil wir haben unheimlich viel Verzicht geübt in den letzten Monaten. In der Pandemie die Anlagen aufrecht zu erhalten, dafür zu sorgen, dass trotz aller Schwierigkeiten die Produktion läuft. Letztes Jahr Kurzarbeit 9 Monate, jetzt die Produktion von 0 auf 100 wieder hochzufahren und jetzt dafür zu sorgen, dass das, was im Auftragsbuch steht, tatsächlich auch zu den Kunden kommt, kann ich nur sagen, hat jede Prozentzahl verdient. Jetzt ist es an der Zeit, um was ein Stück weit was zurückzubekommen. Dieser Arbeitgeber muss jetzt am Freitag ein ordentliches Ergebnis hinlegen, ansonsten geht's ja weiter. Wir haben jetzt gezeigt, dass wir mobilisieren können zu jeglichen Bedingungen. Wir sind kreativ, innovativ, wir gehen auch neue Wege. Wir haben ja auch eine Live-Schaltung im Zoom gehabt. Hier wurde unser kompletter Warnstreik online präsentiert. Das heißt, wir haben auch im Homeoffice gestreikt, wir haben hier vor Ort in den Autos gestreikt. Sie brauchen nicht glauben, dass wir uns einschüchtern lassen. Und da nehmen wir es absolut nicht hin, eine Einmalzahlung in Kauf zu nehmen. Für uns ist die einzig mögliche Lösung eine dauerhafte Erhöhung des Entgeltes. Den Leuten geht es darum, dass sie ein bisschen mehr Geld in die Tasche kriegen. Den Leuten geht es darum, dass sie jetzt in der Zeit nach Corona, oder es ist ja noch Corona, sie haben viel Kurzarbeit jetzt gemacht, sie haben viel auf verzichten müssen, dass sie jetzt halt 4% in die Tasche kriegen und da wieder ein bisschen Ausgleich dafür kriegen. Wenn das jetzt so sein, so bleiben sollte bei diesen 350 Euro, wenn sich bis zum 26. nichts ändern sollte, dann kann ich jetzt schon mal den Professoren und alle, die daran beteiligt sind vom Arbeitgeber, ne, kann ich jetzt schon sagen, da wird es auf jeden Fall Krawalle geben. Die Azubis, die stehen solidarisch zusammen mit allen anderen Beschäftigten. Auch die Gesamtforderung, die wird mitgetragen von der Jugend, die später ja auch als Jungfacharbeiter in den Genuss der Tarifverträge kommen. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir sind da, wir sind die Jugend und wir bleiben bis Ende. Tarifbewegung jetzt! Tarifbewegung jetzt! Also wir sind zu jeder Zeit immer kampfbereit. So ist die Stahlbelegschaft. Das haben wir Ihnen heute eindrucksvoll gut bewiesen und das werden wir Ihnen zeigen, bis wir einen Abschluss absolviert haben. Wichtig ist natürlich Beschäftigungssicherung. Ja, die 4%, die wir eingefordert haben. Wichtig ist natürlich nochmal die Verlängerung der Tarifverträge zur Altersteilzeit, die Verlängerung der Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung und natürlich auch die Dualstudierenden. Wenn der Arbeitgeber sich hier stur stellt, dann machen wir umso mehr Lärm, machen wir weiter und wir können uns genauso stur stellen. Ich glaube, die Stahlindustrie und die Beschäftigten haben gezeigt, dass sie mit der Stahlindustrie durch Krisen gehen können. Und ich habe eben schon von der Herausforderung gesprochen der nächsten Jahre. Dafür braucht man starke Belegschaften, bereite Belegschaften, die für ihre Stahlindustrie eintreten. Und dann muss man diese Belegschaften dann, wenn es gut läuft, wie in diesem Jahr auch, an Ergebnissen beteiligen.